geboren in Eisenach und bin 1991, also kurz nach dem Mauerfall, zum Studium nach Kassel gekommen. Kassel war die erste Großstadt im Westen, die ich besucht habe, weil sie relativ nah an Eisenach liegt. Wenn ich heute Bilder von der Zeit des Mauerfalls sehe, spüre ich, fühle ich eigentlich ganz als erstes Glück und Freude, dass es so gekommen ist, dass ich in einem wiedervereinten Deutschland leben kann, dass ich das erfahren durfte. Dadurch, dass Kassel so in die Mitte gerückt ist und seit dem Mauerfall in der Mitte Deutschlands verankert ist, ist meiner Erfahrung nach, ich habe das ja dann wirklich vom Anfang an mitbekommen, ist Kassel viel offener geworden. Mit dem Blick über den Tellerrand hinaus, in jeglicher Hinsicht. Wenn ich zurück nach Eisenach fahre, meine Familie dort besuche, sage ich zu Hause und meine damit Kassel. Und in Kassel natürlich speziell der Vordere Westen, wo ich seit 7 Jahren wohne. Das soziale Gesicht einer Stadt macht für mich das Engagement aus, das alle Bewohner einer Stadt oder alle Bürgerinnen und Bürger dazu nutzen, um Menschen in ihrer Stadt in ihre Mitte zu holen. Und ein Beispiel dafür ist für mich dieser Kurs, den wir hier gemeinsam mit der Stadt Kassel als Caritasverband machen. Mit Sprache, mit Deutsch kann ich hier in dieser Stadt ankommen. Das ist deswegen ein Teil dieses Kurses, der Erwerb von Sprache. Der zweite Teil, den ich aber genauso wichtig finde, ist, dass wir den Menschen hier Orientierungshilfen für alle Lebensbereiche hier in Kassel geben. So lernen sie beim Studieren einer Zeitung zum Beispiel, welche gesellschaftlichen Lebensbereiche gibt es? Wie finde ich einen Job? Wie kann ich eine gute Ausbildung bekommen? Wie finde ich eine Wohnung? Ich wünsche mir von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Kassel, dass sie weiter so klasse daran mitarbeiten, Menschen, die nach einer langen und leidvollen Flucht hier in Kassel ankommen, in ihre Mitte zu holen. Dass sie ihnen Chancen und Lebensperspektiven für ein sicheres, für ein gutes und für ein lebenswertes Leben ermöglichen. Kassel liegt mir am Herzen, weil es meine Heimatstadt ist. Meine Frau und ich, wir benutzen natürlich auch gerne die Straßenbahn, weil sie uns in wenigen Minuten bis in die Innenstadt befördern kann. Die Innenstadt ist ja die gute Stube der Stadt Kassel. Vom Rathaus bis zum Stern ist das unsere Shoppingmeile. Wir haben hervorragende Geschäfte, die jetzt zum Einkaufen einladen. Wenn wir Besucher haben, die Kassel noch nicht gesehen haben, gehen wir natürlich in den Bergpark Wilhelmshöhe, gucken uns die Wasserspiele an, anschließend auch die Innenstadt mit der Karlsaue, der Orangerie. Alle, die das gesehen haben, kommen also gerne wieder dorthin zurück. Und wenn alle 5 Jahre unser Dokument da ist, dann vermittelt Kassel ein Gefühl, hier treffen sich Menschen aus aller Welt. Wenn die Innenstadt in den nächsten Jahren weiter hergerichtet wird, dann freut uns das natürlich als Kassler und wir können stolz sein auf unser Aalesnest. Tanzen und Kassel hat was gemeinsam, da Kassel die Dokumentarstadt ist. Das heißt, sie ist kreativ. Es gibt viele Bauten in Kassel, die sehr kreativ sind und das kann man sehr gut mit dem Tanzen vergleichen, weil beim Tanzen muss man auch sehr viel Kreativität haben. Die Tanzschule Body and Soul spielt in Kassel eine wichtige Rolle, da viele Schüler, die Schulstress haben oder Stress zu Hause haben, einmal die Woche in die Tanzschule Body and Soul kommen und dann einfach abschalten können und sie selbst sein können. Wir sind viele Male Westdeutscher Meister geworden, Deutscher Meister. Wir waren schon auf der Weltmeisterschaft, wo wir den 5. Platz und den 6. Platz belegt haben. Dann waren wir noch als Gruppe bei Got to Dance, bei der Castingshow auf Pro7 und Sat1 und sind dann dort auch bis ins Halbfinale gelangt. Die Herkunft des Einzelnen spielt bei uns überhaupt gar keine Rolle. Jeder wird so aufgenommen, wie er ist. Die Hauptsache ist einfach, man ist ein Team und man bleibt ein Team. Das Besondere an Kassel für mich ist, dass die Stadt viel für die Jugendlichen tut und das ist für die Jugend heutzutage eigentlich so das Beste, was man haben kann an der Stadt.
Ich arbeite bei Wingas seit mehr als über 8 Jahren. Wingas ist einer der größten Erdgasversorger in Deutschland. Wingas ist aber nicht nur in Deutschland aktiv, sondern auch in Belgien, UK, Niederlande oder auch Dänemark. Der Standort Kassel ist ein optimaler Standort für Wingas, weil wir mitten in Deutschland liegen, somit auch mitten in Europa. Und nächstes Jahr ziehen wir sogar mitten in die Stadt, worauf wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr ins Königstor 20 in unsere neue Firmenzentrale ziehen werden. Das Besondere an Königstor 20 ist, dass Wingas zum ersten Mal in der Geschichte von Wingas eine eigene Firmenzentrale bekommt. Bei der Standortsuche haben natürlich unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt und man hat sich schlussendlich wieder für Kassel entschieden, weil Kassel einfach ein attraktiver Standort ist, mitten in Deutschland, eine gute ICE-Verbindung und natürlich nicht zu vergessen die guten Lebensbedingungen, die man hier in Kassel und Umgebung hat, und das wollte man gerne den Mitarbeitern weiterhin zukommen lassen. Ich studiere jetzt hier an der Uni Kassel im ersten Semester Wirtschaftswissenschaften, habe davor 2 Semester Lehramt für Gymnasialstufen studiert. Das Besondere an der Uni Kassel ist, dass sie in der Mitte Kassels liegt und ich kann sie relativ gut erreichen. Ich glaube, dass die Kasseler Uni so beliebt ist, weil sie viele verschiedene Möglichkeiten zum Studieren bietet, speziell auch viele verschiedene Richtungen, die in anderen Unis in Deutschland jetzt vor allem nicht angeboten werden. Die Entwicklung der Uni bewerte ich als sehr positiv. Das kann ich auch jeden Tag wahrnehmen, wenn ich hier bin. Ich kann das sehen und ich kann auch die Entwicklung weiterverfolgen. Den neuen Mensa-Teil, den wir bekommen haben, passen jetzt endlich alle rein. Alle Gebäude, die neu gebaut werden, da weiß man dann am Ende, wofür sie auch da sind. Da freut man sich auch schon drauf. Für mich ist Studieren an der Uni Kassel sehr gut, sehr schön und ich habe sehr viel Freude daran. Und viele meiner Freunde sind zum Studieren weggegangen und alle wieder hergekommen.